Bitte nehmen Sie mal die Plätze ein, es ist 17:05 Uhr, wir würden gern beginnen. Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur letzten Kreistagssitzung dieser Legislaturperiode und eröffne hiermit die Sitzung. Sie müssen heute mit mir verlieb nehmen. Dieter Stier hat einen wichtigen Termin und kann deshalb die Sitzung nicht leiten. Sie haben ja sicherlich gesehen, dass auf dem Parkplatz verschiedene Aktivitäten aufgebaut worden sind, dass im Anschluss hier noch gegrillt werden soll und ein gemütliches Beisammensein stattfinden soll. Deshalb werde ich mich bemühen, die Sitzung so straff wie möglich, natürlich unter Beachtung aller Formalien, über die Bühne zu bringen und bitte da um Ihre Mitarbeit. Ich weise zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass im Raum anwesend sind ein Team des Burgenlands Fernsehens, TV, die den öffentlichen Teil der Sitzung aufzeichnen werden, nicht öffentlichen Teil selbstverständlich nicht, und es wurde mir dann übermittelt, dass das dann in der neuen Legislaturperiode dann bei jeder Sitzung der Fall sein soll. Ich komme zur Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung. Die Sitzung wurde durch den Vorsitzenden des Kreistages fristgerecht unter Mitteilung der Tagesordnung und der erforderlichen Unterlagen einberufen. Gibt es gegen die Ordnungsmäßigkeit der Ladung Widerspruch? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Damit stelle ich fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde. Ich komme zur Feststellung der Beschlussfähigkeit. Von den 55 Mitgliedern des Kreistages sind 45 anwesend. 8 Mitglieder des Kreistages fehlen entschuldigt. Damit ist die Beschlussfähigkeit des Kreistages gegeben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, öffentlicher Sitzungsteil. Den hatten wir ja abgehandelt, das hätte ich gerade gemacht. Deshalb sind wir schon beim Tagesordnungspunkt 2 und das sind Änderungsanträge zur Tagesordnung. Gibt es zur Tagesordnung Änderungswünsche? Kann ich nicht erkennen. Wenn das nicht der Fall ist, komme ich zur Abstimmung über die Tagesordnung. Wer der Tagesordnung seine Zustimmung geben kann, dem bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Sehe ich nicht. Dann ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Und ich schließe den Tagesordnungspunkt 2 und bin beim Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Einwohnerfragestunde. Es sind Einwohner anwesend. Ich sage nochmal oder verlese nochmal die Formularien für die Fragestunde. Sie soll auf 30 Minuten begrenzt sein. Die Fragesteller nennen bitte ihren Namen und Wohnsitz. Es sind nur Fragen in Angelegenheiten des Landkreises gestattet. Eine Frage pro Sitzung und eine Zusatzfrage ist erlaubt. Eine kurze sachliche Begründung der Frage wäre nicht schlecht. Redezeit zur Stellung und Begründung der Frage maximal 3 Minuten. Es kann schriftlich geantwortet werden und dies geschieht innerhalb von 4 Wochen. Gibt es Anfragen? Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Bitte. Ja, mein Name ist Schulz, David Schulz. Ich bin hier, weil, also erstmal Wohnsitz Weißenfels und bin hier wegen meiner behinderten Tochter, die ist 16 und habe da einige Fragen, die ich ans Sozialamt schon gestellt habe, die ich jetzt hier nochmal niedergeschrieben habe, weil dort für mich keine Lösung für das vorhandene Problem erarbeitet werden konnte
und ich jetzt hier wenigstens zwei Fragen an Sie mal loswerden möchte. Meine Mittel sind aufgebraucht und die Situation ist prekär, es drängt, dass da eine Lösung für mein Kind und die familiäre Situation gefunden wird. Also die erste Frage ist jetzt, warum bekommt mein autistisch behindertes Kind keine Unterstützung für eine angemessene Schulbildung? Und wie soll es jetzt weitergehen mit der Betreuung, Aufsicht, Pflege und Förderung meiner Tochter? Bin ich total überfordert. Sie ist sehr schwer behindert. Sie wird immer größer, kräftiger und braucht auch Gleichaltrige. Und ich werde ja immer älter und gebrechlicher. Ich kann das also nicht mehr leisten. Und meine Beziehung ist auch am Ende. Ich kann eigentlich gar nicht mehr. Und meine gesamte Lebenssituation dreht sich. Es ist alles ungewiss. Ich brauche dringend Hilfe in dieser Angelegenheit. Und es ist jetzt so, dass ich da bitte, einen Termin beim Landrat zu bekommen, um das mal genauer zu diskutieren und eine Lösung in kurzer Zeit hervorzurufen, weil es geht ja um die Schulbildung, das Schuljahr ist bald zu Ende und das neue beginnt und es braucht da eine Klärung in kurzer Zeit. Ja. Vielen Dank. Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir auf den speziellen Fall ja nicht antworten können. Gehe ich nochmal davon aus. Sie geben die Fragen bitte hier zu uns vor und ich nehme mal an, wie ich den Landrat kenne, wird es sicherlich an einem Termin nicht scheitern. Er nickt, also. Vielen Dank, wir bemühen uns um schnellstmögliche Antwort. Gibt es weitere Anfragen im Rahmen der Einwohnerfragestunde? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich die Einwohnerfragestunde an dieser Stelle schließen, schließe damit auch den Tagesordnungspunkt 3 und bin beim Tagesordnungspunkt 4. Da geht es um die Abstimmung der Niederschriften und dabei handelt es sich um die Niederschriften der 34. und der 35. Sitzung des Kreistages. Einwendungen gegen diese Niederschriften liegen gemäß § 13 Absatz 4 der Geschäftsordnung nicht vor. Daher komme ich zur Bestätigung der Niederschrift der 34. Sitzung des Kreistages. Das war die vom 1.4.2019. Wer der Niederschrift zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 1, 2, 3 Enthaltungen ist diese Niederschrift zu mehrheitlich angenommen. Ich bitte um Bestätigung der Niederschrift der 35. Sitzung des Kreistages, und zwar war das die vom 15.04. Wer kann dieser Niederschrift zustimmen? Vielen Dank. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltungen? 1, 2, 3. Bei einer Gegenstimme und 4 Enthaltungen ist auch die Niederschrift der 35. Sitzung vom 15.04. so angenommen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 4 und komme nahtlos zum Tagesordnungspunkt 5. Und das ist der Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten und Eilentscheidungen. Herr Ulrich, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Kreisräte, sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich beginne heute wieder einmal mit dem Schwerpunktthema der letzten Monate, Strukturwandel Frauenquote. Am 22. Mai 2019 hat die Bundesregierung sogenannte Eckpunkte zur Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung für ein Strukturstärkungsgesetz Kohleregion beschlossen. Und in diesem Eckpunktepapier ist für jedes Revier, auch für das mitteldeutsche Revier, ein ausführliches Leitbild enthalten, das in Abstimmung des Bundes mit den Ländern, nicht mit uns, aber mit den Ländern, erarbeitet wurde. Darin sind folgende Schwerpunkte für das mitteldeutsche Revier benannt. Das sind jetzt wirklich nur Stichpunkte, weil das Leitbild geht über mehrere Seiten. Erstens Transformation in Richtung nachhaltige Industriegesellschaft. Zweitens Entwicklung zu einem europäischen Logistik-Hub. Und drittens Innovation, Digitalisierung, Bildung und Kreativität. Das
Sie werden sicherlich zustimmen, dass das sehr allgemein gehaltene Begriffe und Formulierungen sind. Das muss nicht schlecht sein, weil uns dann für die Zukunft der Rahmen etwas größer gesteckt ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich teilweise so allgemein gehalten, dass man schon gar nicht mehr genau weiß, was damit überhaupt gemeint sein könnte. In so einer Zwickmühle ist man ja immer, wenn man ein Leitbild erstellt. Dieses Eckpunktepapier enthält auch Erklärungen zu, ich nenne es mal den Finanzierungstöpfen. Nächste Folie, genau. Und diese Finanzierungstöpfe sind 4 Stück. Ich will Ihnen die mal versuchen, etwas genauer näher zu bringen. Das erste ist ein Strukturförderprogramm des Bundes, das jetzt schon im Haushalt des Bundes 2019 angelegt ist und bis zum Ende der eigentlichen Wahlperiode, falls sie so lange läuft, bis 2021 laufen soll, mit jährlich 500 Millionen Euro, also 1,5 Milliarden Euro. Daraus soll auch das Sofortprogramm mitfinanziert werden. Das zweite ist ein Topf, der sich nennt Strukturstärkungsgesetz von bis zu, so steht das da auch drin, deshalb steht das hier auch, von bis zu 26 Milliarden Euro über 20 Jahre. Das heißt 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, ohne dass für diesen Topf ein genauer Verteilschlüssel auf die Länder vorgegeben ist. Und es handelt sich hier um Maßnahmen des Bundes, die er direkt aus seiner Zuständigkeit heraus verwirklicht, wie Bundesautobahnen, Bundesfernstraßen, Schienenwege, Bundesbehörden und so weiter. Dann gibt es den dritten Topf, der sich nennen soll Investitionsgesetz Kohleregionen. Und hier werden wieder bis zu 14 Milliarden Euro über 20 Jahre eingesetzt. Und das bedeutet, bei dem Schlüssel, der auf Sachsen-Anhalt entfällt, das sind immer 12% der Mittel, das sind 84 Millionen Euro pro Jahr, die auf Sachsen-Anhalt entfallen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden. Und dann gibt es einen vierten Topf. Und der vierte Topf, meine Damen und Herren, der scheint noch nicht überall bekannt zu sein. Denn wir haben gerade eben ein Gespräch mit unserer Nahverkehrsservicegesellschaft gehabt und da war dieser vierte Topf gar nicht so sehr bekannt. In dem vierten Topf geht es um ein Sonderfinanzierungsprogramm für die Verbesserung der Verkehrsanbindung. Und Zitat in dem Beschluss der Bundesregierung, wenn sich die Länder dafür entscheiden, auf diesem Weg Vorhaben des Schienenpersonennahverkehrs zu finanzieren, in Klammern Förderquote des Bundes bis zu 90%. Das soll also zusätzlich zu den genannten Mitteln möglich sein, im Laufe der nächsten 20 Jahre hiervon Schienenpersonennahverkehr zu finanzieren, also konsumtiv zu finanzieren. Das ist auch sehr interessant für uns, weil sich damit vielleicht mehr Möglichkeiten ergeben, Schienenpersonennahverkehr auch für die Region zu bestellen. Ich sage nur Stichwort S-Bahn. Wir gucken uns aber trotzdem den dritten Topf nochmal etwas genauer an. Also das sind Mittel, die der Bund den Ländern, den 4 Braunkohleländern zur Verfügung stellt. Und da ist der Bund aber nicht frei, also die Mittel den Ländern zu geben und die können da machen, was sie wollen. Nein, es müssen verfassungsrechtliche Anforderungen erfüllt werden. Und der Bund hat mal aufgeschrieben, was mit diesen Mitteln, also rein verfassungsrechtlich gesehen, alles gemacht werden kann. Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, Steigerung der Leistungsfähigkeit kommunaler Bildungsinfrastruktur, Umsetzung von Breitband, 5G. Ich lese das jetzt gar nicht alles vor. Sie können das ja dann auch zu Hause nochmal, wenn Sie möchten, natürlich nachlesen. Es ist relativ breit. Also die Angst, dass wir quasi keine Themen finden, für die wir die Mittel, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, die sehe ich hier überhaupt nicht. Man hat das sehr weitgehend ausgelegt. Was sind das nun für konkrete Maßnahmen für das Mitteldeutsche Revier? Auch die finden Sie dann in der Anlage zum Kreistagsbericht. Wir können jetzt nur einen ganz kurzen Blick darauf werfen. Wir haben hier zum Thema Schieneninfrastruktur sehr interessante Ansätze. Übrigens der erste Punkt ist entnommen dem sächsischen, nicht dem Sachsen-Anhalt-Teil, sondern dem sächsischen Teil. Den haben die Sachsen auch mit reingebracht, die S-Bahn-Strecke Gera-Zeitz-Pegau-Leipzig. Also im Bereich der Schieneninfrastruktur ist hier vieles schon erwähnt. Nächste Folie
sind Maßnahmen der Mobilität und der Digitalisierung. Das sind also diese Ideen, Modellregionen aus den Revieren im Bereich Digitales zu machen. Auch sehr interessant und wenn das umgesetzt würde, sicherlich sehr hilfreich. Problematischer ist der dritte Katalog, das sind die Straßenbauprojekte, weil hier eine ganze Reihe von Straßenbauprojekten enthalten sind, aber keines davon im Kernrevier liegt. Also ich glaube, das sind einfach die Maßnahmen aus dem Bundesverkehrswegeplan, die im vorrangigen Bedarf stehen oder im allgemeinen Bedarf, und die man hier nochmal aufgelistet hat. Hier gibt es also noch für uns die Notwendigkeit, daran zu arbeiten. Weiter. Und dann gibt es weitere Projekte, und da ist es tatsächlich gelungen, zwischen den Entwürfen dieses Eckpunktepapiers und letztlich der Beschlussfassung der Bundesregierung am 22. Mai, das ist, wenn ihr immer rot und grün geht. So, jetzt ist wieder nur grün. Nur grün. Okay. Hier ist es also gelungen, das eine oder andere aus der Kernregion tatsächlich auch zu platzieren. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufführen, aber es geht auch um die Altindustriestandorte, es geht um die Verbindungsstraße von Hohenmölsen nach Pegau, die die alte B176 ersetzt hat, bis zum Thema Fernwärmeversorgung und auch bis zum Zentrum für regionale Entwicklung Zeitz. Und dieses Zentrum für regionale Entwicklung Zeitz, da werfen wir jetzt nur einen Blick darauf, wir lesen es jetzt nicht, ich lese es auch nicht vor, da hat die Bundesregierung also ganz genau aufgeschrieben, was damit für eine Einrichtung gemeint sei. Das soll also was sein, was in die Zukunft, wo also wissenschaftlich die Zukunft erforscht wird. Also nicht nur von Zeit, sondern des ländlichen Raumes generell, ja, auf wissenschaftlicher Grundlage. Also ich finde, abgesehen von dem Thema Straßenverkehrsinfrastruktur, ist hier schon mal ein Schritt in die richtige Richtung getan. Dankeschön für die Folie. Am 5.6., das war also letzte Woche, nee, das stimmt gar nicht, das war vorletzte Woche, habe ich die Gemeinde Elster auch im Rahmen einer Revierbereisung besucht und gemeinsam mit Herrn Friebe als Revierbeauftragten und Frau Meinert als Stabsstellenleiterin haben wir mit verschiedenen Personengruppen Gespräche geführt. Es gab eine sehr gut besuchte Einwohnerversammlung, es gab Gesprächsrunden mit Unternehmen aus der Gemeinde Elsteraue, mit den Gemeinderäten und Ortsbürgermeistern und auch mit den Führungskräften aus der Gemeindeverwaltung. Heute Vormittag hat die interkommunale Arbeitsgruppe Kernrevier erneut getagt. Diesmal war die Staatssekretärin im Bildungsministerium, Frau Preußner, zu Themen der Bildungsinfrastruktur eingeladen. Und wir wollen oder müssen im Ergebnis unserer heutigen Beratung diese Projekte, die wir ja bisher nur eher schlagwortartig benannt haben, jetzt genauer spezifizieren. Also wo liegt der besondere Mehrwert im pädagogischen Sinne, damit das Bundesbildungsministerium nicht den Verdacht hat, wir wollen nur unseren Pflichten als Schulträger nachkommen. Das wollen wir jetzt tun. Soweit wir selber und soweit das unsere eigenen Schulen betrifft, machen wir das selbst. Und soweit das eben Schulen in anderer Trägerschaft angeht, muss das auch von diesem Schulträger geleistet werden. Da geht es eben neben unserem Schulcampus, das ist der Plural von Campus, Campus, wurde mir gesagt, ich hatte keine Latein, da geht es auch um Treusig, es geht um Lützen, es geht auch um Schulpforten. Ja, was uns noch nicht gelungen ist, ist eine Sicherheit zu haben, dass die Möglichkeit, die jetzt das Eckpunktepapier für Bildungsinfrastruktur aufzeigt, dann auch tatsächlich in konkreten Projekten umgesetzt wird. Und deshalb sollte es aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Hausspitze im Bildungsministerium Sachsen-Anhalt dazu nochmal ein Gespräch mit der Bundesbildungsministerin Frau Karliczek geben und ich bemühe mich derzeit um einen Termin bei ihr über den Deutschen Landkreistag. Ein weiterer Tagesordnungspunkt heute waren Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kernrevier unterhalb der Zuständigkeit des Bundes, also Landesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, ÖPNV, also ganz verschiedene Projekte. Und da ist eine Liste von den Gemeinden des Kernreviers mit mehr als 190 Projektvorschlägen erarbeitet worden. Wir werden die jetzt nochmal ordnen und sortieren und die soll dann am 20.06. durch Frau Meinhardt in der nächsten interministeriellen Arbeitsgruppe in der Staatskanzlei vorgestellt werden.
Weitere Termine, die jetzt anstehen, am 21.06., das ist also am Freitag, findet auf Einladung unseres Ministerpräsidenten in Leuna eine sogenannte Strategiekonferenz zum Strukturwandel statt. Da wird auch teilnehmen der sächsische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister Braun und EU-Haushaltskommissar Oettinger. Und am 28.06. wird Staatsminister Robra den Burgenlandkreis und speziell dann das Revier besuchen. Hier versuchen wir jetzt kurzfristig ein Programm noch zusammenzustellen. Und am 1.07. wird dann der Ministerpräsident, Herr Dr. Haselhoff, an der nächsten interkommunalen Arbeitsgruppe teilnehmen. Und da wollen wir vor allen Dingen schon die erarbeiteten Projektvorschläge noch einmal vorstellen. Aber wir wollen dort auch natürlich eine Frage, die uns umtreibt, beantwortet haben oder zumindest zur Sprache gebracht haben. Wie soll das denn funktionieren, die erforderlichen Eigenmittel für kommunale Projekte co-finanzieren, wenn die Gemeinden ja aufgrund ihrer Haushaltslage dazu gar nicht in der Lage sind? So viel vielleicht zum Thema Strukturwandel für den Moment. Ein anderes Thema, meine Damen und Herren, die Rettungswachen im Burgenlandkreis, das treibt uns ja schon seit langem um. Das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen hat geeignete Standorte für die Rettungswachen in Naumburg und Weißenfels gesucht. Die müssen natürlich bestimmten Anforderungen entsprechen, auch hinsichtlich der rettungsdienstlichen Leistung, die in 12 Minuten erbracht werden müssen. Für den Bereich Naumburg würde nunmehr der Standort Talstraße vereinbart. Die Stadt Naumburg wird diesen Standort ausbauen, sie ist Eigentümer, und uns für mindestens 3 Jahre zunächst zur Verfügung stellen. Somit ist dann diese Containerwache, die wir jetzt mit den Johannitern haben, auf dem Grundstück der Personenverkehrsgesellschaft, dann spätestens zum Ende des Jahres, ich hoffe dann vor Weihnachten, damit man den Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest gestalten kann, dann auch nicht mehr erforderlich. Da der neue Standort nicht langfristig genutzt werden kann und andere geeignete Objekte nicht verfügbar sind, planen wir den Neubau einer Rettungswache in unmittelbarer Nähe des Landratsamtes im Zusammenhang mit der Errichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Da kommen wir vielleicht, wenn auch da Diskussionsbedarf ist dazu, im nicht öffentlichen Teil bei dem Thema Grundstückserwerb ja noch darauf zu sprechen und können, wenn Sie möchten, darüber dann auch gerne dort noch reden. Für den Bereich Weißenfels wurde auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses, der hier gefasst wurde, ein Standort im Gewerbegebiet Käthe-Kollwitz-Straße gefunden. Die Vorbereitungen zur Anmietung des Objektes laufen. Auch hier soll dann nach erforderlichem Ausbau des Standortes der Umzug spätestens im 4. Quartal erfolgen. Für beide Standorte liegen uns Zusagen der Kostenträger auf Übernahme der Mietkosten vor. Wir haben auch mit der Johanniter Unfallhilfe und mit dem Malteser Hilfsdienst diese Standorte begutachtet und die haben diese Standorte auch bestätigt. Ein Ereignis am 19. Mai 2019 hat unsere Rettungskräfte, aber auch die Kameraden der Feuerwehren sehr in Schach gehalten. Am 19. Mai geschah auf der A9 ein Verkehrsunfall mit einem Flixbus. Das war nicht im Burgenlandkreis, sondern im Saalekreis, aber trotzdem war ein Großteil der dort notwendigen Einsatzkräfte, Einsatzfahrzeuge und auch der Fachdienst Sanität Süd und Nord aus dem Burgenlandkreis dort erforderlich, um die Verletzten in alle 3 Kliniken im Burgenlandkreis dann zu transportieren. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Beteiligten, sowohl bei den Hilfsorganisationen, Johanniter, Malteser, DHK, aber auch bei den Beschäftigten der Krankenhäuser für die Einsatzbereitschaft zu bedanken. Mein Kollege im Saalekreis hat das ja schon für alle dort auch getan. Zum Thema Schulsozialarbeit und zur Frage der Fortführung der Schulsozialarbeit. Meine Damen und Herren, das Land beschäftigt sich derzeit mit der Entwicklung eines Landesprogramms zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit. Da ist das Ziel, dass die Schulsozialarbeit nach Ende des derzeitigen Programms, das ist eines, was über europäische Mittel, über den ESF, den Europäischen Sozialfonds finanziert wird und das sich Schulerfolg sicher nennt und eigentlich bis 2020 nur läuft, darüber hinaus fortgesetzt werden soll und das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt
hat sich da sehr hohe Hürden gesetzt, nämlich man will die Zahl der Stellen in der Schulsozialarbeit mit der Fortführung des Programms verdoppeln auf 760 Stellen. Dazu wurde in einem ersten Schritt für die bisherigen Stellen die Finanzierung aus dem Landeshaushalt bis 31.07.2021 gesichert. Das sind also 33 Stellen, die der Burgenlandkreis oder die im Burgenlandkreis vorhanden sind. Das ist erstmal ein gutes Signal, auch für die Schulsozialarbeiter, die dort arbeiten, denn Sozialarbeiter werden überall gesucht. Wenn man denen keine Perspektive bietet, sind die weg. Bewerben sich in anderen längerfristigen, unbefristeten Stellen. Für ein Folgeprogramm bis zum Jahre 2027 sollen erneut auch EU-Fördermittel akquiriert werden. Allerdings sollen nun die Landkreise und kreisfreien Städte an der Finanzierung von Schulsozialarbeit sowie regionalen Fach- und Koordinierungsstellen beteiligt werden. Nur die landesweite Koordinierungsstelle, also die in Magdeburg sitzt, soll weiterhin zu 100% durch das Land gefördert werden. Die Vergabe der Stellen soll weiterhin organisiert über das Land erfolgen. Landkreise und kreisfreie Städte hätten weiterhin keinen Einfluss auf die Verteilung der Schulsozialarbeit. Ich vertrete die Auffassung, dass Schulsozialarbeit im Grenzbereich zwischen Schule und Jugendhilfe unverzichtbar geworden ist. Sie sollte durch ein Landesgesetz zu einer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte erklärt werden. Da werden Sie sagen, ist der denn völlig Mischucke? Jetzt soll das als Pflichtaufgabe auch noch auf uns übertragen werden. Ich versuche mal zu erklären, warum ich denke, dass das der für uns klügere Ansatz ist. Denn wenn wir das als Pflichtaufgabe durchgesetzt bekämen, wären auch die Steuerungsfunktion, die Verwaltungshoheit, die fachliche Anleitung der Schulsozialarbeit bei uns und das Entscheidende ist, im Rahmen des Konnexitätsprinzips müsste dann das Land uns die zur Erfüllung dieser Pflichtaufgabe notwendigen Finanzen sicherstellen. Das Land müsste uns das Geld bezahlen. Das heißt, nur die Aufgabenübertragung, wenn sie durch Gesetz erfolgt, sichert uns eine angemessene Finanzausstattung und auch ein Mitspracherecht. Wenn wir einen anderen Weg beschreiten, nämlich über ein Förderprogramm agieren, dann ist die Aufgabe rechtlich gesehen freiwillig. Das Land legt ein großes Förderprogramm auf und in diesem Förderprogramm haben wir einen Eigenanteil, wenn wir uns freiwillig beteiligen, von 20% aufzubringen. Und der politische Druck bei der Schulsozialarbeit ist ja hoch. Das heißt, wir kommen natürlich unter den Druck, das müssen wir tun. Schulsozialarbeit ist unverzichtbar. Und dann kriegen wir über das Konnexitätsprinzip nichts. Und das sind im Burgenlandkreis jährlich Mittel bei der Größenordnung, die das Land dann haben will, dann nicht mehr 33, sondern 60 Schulsozialarbeiter, von immerhin unser Eigenanteil 650.000 Euro. Deshalb halte ich es für sinnvoller zu sagen, okay, dann übertragt es uns und wir machen das nicht mit Förderprogramm. Wir werden sehen, wie es aussieht. Meine Damen und Herren, jedes Jahr möchte ich und muss ich, glaube ich, auch berichten über die eingegangenen Spenden beim Burgenlandkreis. Die Spenden im Kalenderjahr 2018, die beliefen sich auf insgesamt 18.533 Euro, das sind Geldspenden, und 1.370 Euro Sachspenden. Es gab einmal eine Überschreitung des Maximalbetrags einer Einzelspende von 1.000 Euro, deshalb musste darüber der Kreisausschuss auch entscheiden und der erforderliche Bericht ist nach dem Kommunalverfassungsgesetz an das Landesverwaltungsamt übermittelt worden. Ich will Sie heute nicht quälen mit dem Bericht über die laufenden und geplanten Baumaßnahmen. Da gibt es eine spezielle Anlage zum Kreistagsbericht, die ist heute sehr, sehr lang, deshalb möchte ich das auch nicht vortragen, was aber auch deutlich macht, wie intensiv im Moment die Bausituation und letztlich aber auch die Arbeitsbelastung im Bauamt ist. Zum Thema Verwaltungsmodernisierung möchte ich Sie informieren, dass wir uns bemühen, Homeoffice im Landratsamt zu etablieren. Wir haben dazu schon am 28.11. letzten Jahres eine Dienstvereinbarung geschlossen, also der Personalrat mit mir. Und deshalb ist grundsätzlich seitdem in allen Ämtern Homeoffice möglich. Natürlich immer nur, wenn das Sinn macht und wenn wir das Ganze technisch beherrschen. Wir haben momentan 32 Anträge auf Homeoffice, die vorliegen. 15 davon sind bewilligt und das Sachgebiet IT im Hauptamt arbeitet zurzeit an technischen Lösungen, mit denen
der Beschäftigte oder die Beschäftigte von zu Hause aus Fachverfahren nutzen kann und das Ganze aber auch so, dass es keine Gefahren für unsere IT mit sich bringt. Hohe Sicherheitsstandards müssen dabei eingehalten werden. Ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Ich werde das übermorgen auch unter einer Mitarbeiterversammlung nochmal erläutern. Im Jugendamt führen wir eine externe Organisationsuntersuchung zurzeit durch, um die Effizienz der Arbeit des Jugendamtes vor allem wegen der gestiegenen Fallzahlen zu optimieren und die Möglichkeit einer weiteren Digitalisierung zu erkunden. Der Bericht wird Ende September 2019 voraussichtlich vorliegen. Meine Damen und Herren, wir haben, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, heute auf den Tag genau, vor 100 Jahren die Gründung einer wichtigen Einrichtung gehabt. Das ist nämlich die Volkshochschule in Weißenfels. Genau heute vor 100 Jahren, am 17.06.1919, wurde diese Einrichtung gegründet. Und die Volkshochschulen in Zeitz und Naumburg ebenfalls im Jahre 2019. Da habe ich jetzt nicht das genaue Datum vor. Dazu wird uns sicherlich Herr Riemer dann noch zu gegebener Zeit mehr zur Historie sagen, aber ich kann es mir nicht verkneifen, Herr Riemer, weil mir Herr Kunze das zugearbeitet hat, aus der Rede des Universitätsprofessors Geheimrat Dr. Weine aus Jena, der in Weißenfels an dem Tag gesprochen hat, ganz kurz was zu zitieren. Der hat nämlich gesagt, und zwar nicht einfach so, sondern bei Hören schreibe vor 1500 Weißenfelserinnen und Weißenfelsern, die waren bei dieser Eröffnungsveranstaltung anwesend, unter lebhaftem Beifall hat er gesagt, vieles. Das sind wunderbare Aufgaben der Volkshochschule, an der alle wachsen können, die das Gute, Schöne, Wahre und Heilige in der Brust haben. Darin wollen wir mit allen Volksgenossen zusammenarbeiten, auch mit der äußersten Linken. So soll es nicht sein, dass von Politik und Religion der Volkshochschule nicht geredet werden darf. Es muss alles besprochen werden, aber nicht parteimäßig, sondern wissenschaftlich, so gut es jeder kann. Es werden auch evangelische, katholische und jüdische Vertreter der Religion zu Wort kommen. Ein gebildeter Rabbiner kann manchen von uns schämen mit seiner Religion. So düster auch die nächsten Jahre vor uns liegen, wir werden wieder hochkommen in nützlicher und geistiger Arbeit durch die Arbeit Bildung, Brüderlichkeit und den Gemeinschaftsgeist der Volkshochschule. Und dann gab es die Macht. Jetzt auch. Er hört es nicht mehr, aber es ist trotzdem schön, dass er kommt. Wir wollen das natürlich nicht, warum erwähne ich das jetzt, weil wir ja jetzt das Jubiläum im Burgenlandkreis auch feiern wollen. Wir werden an allen drei Hauptstandorten Naumburg, Weißenfels und Zeitz Festveranstaltungen durchführen. Den Anfang machen wir mit einer Jubiläumsfeier in Naumburg am 26.08.2019, zu der auch Annegret Kramp-Karrenbauer kommt. Da werden Sie sagen, wieso, was ist das aber Parteipolitik? Nein, Frau Kramp-Karrenbauer ist auch die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes und in dieser Eigenschaft wird sie die Festrede halten. In Weißenfels wird am 30.08., hier steht im Bericht 2019, aber es ist also 2019, das Sommerfest der Volkshochschule gefeiert und den Abschluss wollen wir machen in Zeitz am 20. September mit einer langen Nacht der Volkshochschule. Das ist eine Idee aller Volkshochschulen in Deutschland und daran wollen wir uns beteiligen. Und da wird es spannende, nachts, abends spannende Podiumsdiskussionen geben zu verschiedenen Themen. Wir werden das Programm noch veröffentlichen und es wird auch eine Veranstaltungsreihe Prominenz an der Volkshochschule zu aktuellen Themen geben. Ja, meine Damen und Herren, mein Bericht enthält auch wieder Informationen über die Lage der Haushalte und Wirtschaftspläne der Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe und Anstalten. Das spare ich mir. Ich will nur hinsichtlich eines Zweckverbandes Ihnen eine Information geben, nämlich Sie wissen ja aus meinen Vorberichten, dass es eine überörtliche Prüfung des Landesrechnungshofes gab über den Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürnberg. Und das ist ja öffentlich geworden und auch die Höhe der Summen, um die es da ging, mit, da kann man sagen, Spekulationsgeschäften, weiß nicht, was das richtig betrifft. Jedenfalls inzwischen habe ich ein Disziplinarverfahren gegen die ehemalige Verbandsgeschäftsführerin als Ruhestandsbeamtin eingeleitet. Ja, ein Jahr Migrationsagentur, nicht 100 Jahre, aber ein Jahr Migrationsagentur haben wir auch geschafft. Es gab eine überaus große
großes Interesse, auch mediales Interesse in der Öffentlichkeit, ZDF, BLK-TV natürlich und viele andere, auch überregionale Zeitungen, waren da, auch viele Kollegen aus Verwaltungen aus verschiedenen Bundesländern. Und wir haben nun am 4. Juli Besuch der Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Frau Annette Wittmann-Mautz, das ist die Integrationsbeauftragte des Bundes, die sich im Rahmen einer Bereisung vom 3. bis 5. Juli mit Hauptstadtjournalisten quer durch Deutschland bewegt und am 4. Juli eben hier bei uns an die Tür klopft. Deshalb muss ich meinen Urlaub um einen Tag verschieben. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz die Migrationsstatistik zeigen, soweit Sie das erkennen können. Das wird auch dem Bericht beigelegt sein. Wir sehen hier die Statistik der Gesamtausländerzahl. Die liegt bei knapp 10.000, 9.848. Die ist geringfügig gesunken. Wir haben immer noch das Verhältnis von 2/3 EU-Ausländer ungefähr zu 1/3 Drittstaatsangehörige. Und vor allen Dingen können Sie sehen, anhand des Diagramms, dass sich zwar das Verhältnis von Asylbewerbern zu anerkannten Flüchtlingen dramatisch verändert hat. Was grau ist, ist jetzt überwiegend grün. Dass aber die Gesamtzahl der, ich nenne sie jetzt mal Geflüchteten, die als anerkannte Asylbewerber, geduldete oder Bürgerkriegsflüchtlinge oder Asylbewerber bei uns sind, seit knapp 3 Jahren konstant ist. Das sollte nur ein kurzer Einblick sein. Sie sehen oben rechts auch, wie viele, die wir im Rahmen unseres IFAF-Projektes, also des Projektes, das sich speziell Asylbewerbung widmet, um die in Arbeit und Ausbildung zu bringen, wie viele wir dort in Arbeit gebracht haben. Von, ich glaube, es sind jetzt um die 600, die wir in diesem Projekt betreuen, sind 218 in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, 51 in Ausbildung und 49 in einem, das nennt sich Einstiegsqualifizierung, die Ausbildung vorbereitenden Ausbildungsjahr. Ein anderes Thema ist Breitbandausbau, meine Damen und Herren. Die Arbeiten haben in den Einheitsgemeinden, Verbandsgemeinden Teuche und Häusiger, Zeitzer, Forst, Friedau, Tal, Elsterau und Zeitz begonnen. Ja, ich hatte ja schon berichtet, dass es Verzögerungen in Weißenfels, Naumburg und Lützen gibt. Ja, die Telekom hat ja bereits am 18.04. eine Verzögerungsmeldung abgegeben mit dem Hinweis, dass es Engpässe bei der Verfügbarkeit von Tiefbaukapazitäten und so weiter gibt. Aber auch da soll bis Ende 2020 der Ausbau abgeschlossen sein. Wir werden das sehen. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, außer dass ich hinsichtlich der Frage der Schulanschlüsse mit Glasfaser noch keine neuen Erkenntnisse ergeben habe. Ich hatte ja das letzte Mal berichtet, dass ich hierüber mit Staatssekretär Richter und Finanzministerium gesprochen habe. Zwischenzeitlich habe ich das auch noch mit Finanzminister Schröder, aber wir haben noch keine genauen Ergebnisse, wann mit einem Anschluss der von uns digitalisierten Schulen oder aller Schulen im Burgenlandkreis zu rechnen ist. Es gibt immer die Aussage, bis Ende 2020 soll das sein, aber wir werden sehen, ob das stimmt. Ein Thema, was viele Menschen im Burgenlandkreis, vor allen Dingen im östlichen Burgenlandkreis, stark berührt, ist das Thema Trassenführung für die 50-Hertz-Trasse für den Südostling. Die hat sich ja im östlichen Teil nach Bekanntwerden der Trassenkorridore der Bundesfachplanung auch eine Bürgerinitiative gegründet. Die lädt am 20. diesen Monats zu einer Veranstaltung ein und Herr Engelhardt als der zuständige Beigeordnete und Dezernent wird dieser recht kurzfristigen Einladung, die uns jetzt erreicht hat, auch nachkommen. Ansonsten habe ich dem Kreistagsbericht beigefügt, die Übersicht über alle von uns abgegebenen öffentlichen Stellungnahmen und Einwendungen in den formalen Verfahren. Und wir werden natürlich bei dem jetzt für den Abschnitt A, das ist auch dieser Abschnitt, in dem jetzt die Trasse im Burgenlandkreis liegt, bei dem nun durchzuführenden Verfahren wiederum alle Dinge, für die wir Verantwortung tragen oder Zuständigkeiten haben, Naturschutzbehörde und so weiter, entsprechend einwenden.
Im Bericht finden Sie dann auch Informationen über den Stand unserer Investition im Chemie- und Industriepark Zeitz. Wir haben im Moment GAW-Mittel von 12,9 Millionen Euro dazugesagt bekommen, bei einem Fördersatz von 65%. Das ist eine Gesamtinvestition von knapp 20 Millionen Euro und davon sind 8,3 Millionen Euro noch nicht verausgabt. Und im Bericht können Sie dann nachlesen, wofür schon Mittel verwendet wurden, für den Anschluss einer Ansiedlungsfläche an Regen- und Schmutzwasser, für die Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlagen. Für viele Teilprojekte sind auch sehr technische Dinge. Das will ich Ihnen jetzt ersparen, aber wir haben positive Wirkung dieser Investition bereits verspürt. Durch eine Teilanlage der Industriekläranlage können wir die Entsorgungssicherheit der Ansiedler erhöhen. Ein Ansiedler nutzt bereits einen fertiggestellten Anlageteil, nämlich die Misch- und Ausgleichsbehälter. Ein weiterer wird nach Wiederanlaufen, da gab es ein Insolvenzverfahren, Prozessabwasser in die zu Ende 2019 erweiterte zentrale Abwasserbehandlung einleiten und so weiter. Insgesamt entwickelt sich also die Situation am Standort gut. Das könnte auch für den Stand der Eisenbahnbrücke gelten, aber wir sind ja hier gebrannte Kinder im Chemie- und Industriepark Zeitz. Deshalb will ich Sie trotzdem darüber informieren, dass die Bayerische Regionaleisenbahn die Aufträge für die Sanierung der Brücke an die Firma Ostbau in der Altmark, irgendwo ist das eine Firma, vergeben hat. Die NASA, unsere Landesgesellschaft meint, diese Firma, die hier beauftragt wurde, ist bekannt und auch zuverlässig und wir können eigentlich damit rechnen, dass sie die Bauleistung erbringen kann. Am 21. Mai und am 4. Juni haben erste Baubesprechungen auch stattgefunden. Wir haben teilgenommen mit 14-tägigen Rhythmus. Soll das jetzt weitergehen? Einen Bauzeitplan haben wir noch nicht gesehen. Baustart soll am 24.06. sein, das ist also heute in einer Woche und es soll dann eine Inbetriebnahme Ende Dezember bis Anfang Februar 2020 stattfinden. Ein ganz anderes Thema ist die Situation hier im Landratsamt und zwar im Haus 1. Also das ist hier Haus 2, Haus 1 ist, ich weiß jetzt nicht genau, dort ist das da drüben. Haus 1, wir haben dort es mit erheblichen Problemen in der Raumluftbelastung zu tun. Ich habe darüber ja schon mal berichtet. Und zwar wegen Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Das ist vor allem Naphthalin. Und da war tatsächlich auch die Gefahr, dass wir quasi eine Generalsanierung des Hauses 1 durchführen müssen, weil die gemessene Luftbelastung zumindest in zwei Räumen den Richtwert 2 erreicht hatten. In einem, glaube ich, sogar überschritten hatten, was bedeutet, dass wir also aktiv werden müssen. Und es ist aber gelungen, da möchte ich auch nochmal Frau Rennung, dem Bauamt und dem Hauptamt sehr herzlich danken, gelungen, eine technische Lösung ausfindig zu machen, nämlich einen neuartigen Katalysator zu finden, ein Gerät, das aussieht wie ein Flachbildfernseher, der in die Räume gehangen wird und dieser Katalysator ist in der Lage, die Schadstoffe in der Raumluft rückstandsfrei zu vernichten. Und wir haben das mit einer Testphase zunächst erprobt, haben uns dann die Materialforschungs- und Prüfanstalt der Bauhaus-Universität Weimar als sachverständigen neutralen Begleiter ausgewählt, die ebenfalls durch Raumluftmessungen bestätigt haben, dass dieses Ergebnis eingetreten ist, sodass wir damit die Raumluftbelastung so abbauen können, dass wir deutlich unter dem Richtwert 1 sind, was bedeutet, dass es also keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen mehr gibt. Unabhängig von diesen objektiven Prüfergebnissen haben wir auch die Mitarbeiter, die sich dieser Tests unterzogen haben, subjektiv befragt und es ist tatsächlich so, dass solange die Geräte laufen oder ab einer bestimmten Laufzeit der Geräte die typischen Symptome, also Augenbrennen oder Kopfschmerzen, nicht mehr auftreten, aber wenn man die Geräte ausstellt, dauert es dann nicht lange, bis dann die Symptome wieder auftreten. Wir werden also diese Geräte in allen Räumen, nicht allen, aber in sehr vielen Räumen des Hauses 1 zum Einsatz bringen und der Vergabeausschuss wird entsprechend in der nächsten Woche, glaube ich,
da eine entsprechende Vorlage von uns erhalten. Das Gute an den Geräten ist, die verbrauchen sich nicht. Das ist also nicht irgendein Kohlenstoff oder irgendein Katalysator, der dann ausgetauscht werden muss, sondern es funktioniert mit UV-Licht und die Zerstörung der langkettigen Kohlenwasserstoffe, die werden dann quasi in Wasser und Kohlendioxid zerlegt. Man muss also nochmal lüften, aber eigentlich mehr wegen seiner eigenen Atemluft und nicht wegen des CO2, was aus diesen Geräten. Wir haben allerdings bei der baulichen Untersuchung des Hauses 1 noch ein ganz anderes Problem festgestellt, nämlich dass das Haus 1 nicht mehr den Brandschutzanforderungen heute entspricht. Dort gibt es aufgestellte Fußböden und da gibt es keine Brandabschnitte mehr unter den Fußböden. Da sind Kabel verlegt worden über Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, hinweg, sodass wir da ein Brandschutzproblem haben. Das hätte auch dazu führen können, dass wir eine Generalsanierung des Hauses machen können. Aber es ist auch gelungen, vielen Dank nochmal, Frau Henner, hier eine Brandfrüherkennungsanlage zu finden, die im August 2019 eingebaut wird in den Fußboden und die auf die Brandmeldeanlage so aufgeschaltet wird, dass wir frühzeitig über Rauchentwicklung im Fußboden informiert werden und auch die Orte, wo die Rauchentwicklung sind, definieren können. Das Ganze ist auch mit der Feuerwehr in Naumburg, mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz besprochen worden. Und auch noch eine andere Sache, irgendwann werden wir über jeden Kopierer im Haus ein schönes Bild hängen. Da werden Sie sich sagen, ist jetzt der Wohlstand ausgebrochen, was ist da für Kunst angekauft worden? Nein, das sind quasi Brandschutzhauben, die in diesem Bild versteckt sind, in diesem Kasten versteckt sind. Und wenn ein Kopierer anfängt zu brennen, weil die Brandschutz, gehen die Türen auf, das fällt da drüber. Und der Vorteil ist, damit können die Kopierer auf dem Flur stehen bleiben. Und wir müssen nicht die Räume für die Kopierer missbrauchen, die wir dringend für die Mitarbeiter benötigen. Das ist auch eine schöne Idee. Und insofern erstmal herzlichen Dank. Damit können wir uns auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Budgets, was der Kreistag für die Sanierung von Haus 1 zur Verfügung gestellt hat, abzüglich der 300.000 Euro, waren es glaube ich 300.000, die wir heute noch für eine ganz andere Sache verbraten müssen, mit der außerplanmäßigen Ausgabe, können wir uns in diesem Budget bewegen. Das Ganze führt dann, wenn wir fertig sind, zu Umzügen, und ich will Ihnen nur heute schon die Information geben, dass wir, wenn wir die Situation im Sozialamt und im Jugendamt verbessern wollen, wo wir teilweise 4 Mitarbeiter in einem Raum sitzen haben und wo dann auch noch Kundenberatung stattfinden soll, dass wir dann auf andere Ämter verlagern müssen. Und so wird das Wirtschaftsamt irgendwann im Laufe dieses Jahres oder zum Ende des Jahres in das Objekt Bahnhofstraße ausziehen müssen. Und dann können wir mit vielen anderen Umzügen dem Sozialamt auch den ein oder anderen zusätzlichen Raum und dem Jugendamt geben. Im Landratsamt in Weißenfels, meine Damen und Herren, gibt es Parkplatzprobleme. Die Stadt Weißenfels hat ein Parkraumbewirtschaftungskonzept beschlossen und darin werden im Bereich des Landratsamtes in den Nebenstraßen nur noch Zeitparkplätze vorgesehen. Der Stadtverwaltung Weißenfels ist bewusst, dass sich dadurch eine verschärfte Parkplatzsituation für die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes und die Besucher der Genehmigungsämter ergibt, und das hat zu erheblichem Unmut unter unseren Mitarbeitern geführt. In einer Mitarbeiterversammlung im Landratsamt Weißenfels bin ich von den Bediensteten aufgefordert worden, den Standort Weißenfels aufzuheben, weil man in Weißenfels nicht gewollt sei. Diese Einschätzung teile ich bis jetzt nicht. Es bedarf jedoch erheblicher Anstrengung, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Übermorgen muss ich mich hierzu einer erneuten Personalversammlung in Weißenfels stellen und dort Rede und Antwort den Mitarbeitern gegenüberstehen. Wir müssen also eine Lösung hierfür finden. Die Stadtverwaltung Weißenfels hat sich bereit erklärt, an einer solchen Lösung mitzuarbeiten. Es wurde zugesichert, dass das Konzept nicht vor September umgesetzt wird. Um zwischenzeitlich die Parksituation zu entschärfen, wurde von der WVW, das ist also die Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs GmbH in Weißenfels, wurden von ihr 27 Parkflächen im Parkhaus auf einem naheliegenden Parkplatz bereitgestellt gegen Gebühr für unsere Mitarbeiter. Das haben auch einige bereits genutzt, aber parallel dazu sind wir in Verhandlungen mit privaten Grundstückseigentümern oder einem vor allen Dingen, der die Möglichkeit hat, für alle Mitarbeiter Stellplätze zur Verfügung zu stellen, in ca. 10 Minuten fußläufiger Entfernung vom Landratsamt.
Ich werde Sie nach Abschluss der Verhandlungen mit der Stadt Weißenfels sowie mit dem Eigentümer wieder über dieses Thema informieren. Dann komme ich zu dem Thema Klageverfahren gegen den Burgenlandkreis wegen Kreisumlage. Da ist die Klage gegen die Kreisumlagefestsetzung 2018 durch den Oberbürgermeister Stadt Weißenfels nunmehr zurückgenommen worden. Unter dem 24.05. hat das Verwaltungsgericht Halle das Verfahren eingestellt und der Stadt Weißenfels die Kosten auferlegt. Der Streitwert wurde auf 5.632.000 Euro festgesetzt. Das führt dann zu Verfahrenskosten von rund 80.000 Euro und darunter sind 29.000 Euro für die vom Burgenlandkreis beauftragte Kanzlei. Der Oberbürgermeister der Stadt Weißenfels hatte mit Schreiben vom 16.04. darum gebeten, dass der Burgenlandkreis auf die Geltendmachung dieser Kosten verzichtet. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 3.06. entschieden, nicht auf die Geltendmachung außergerichtlicher Kosten zu verzichten. Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage und die Kosten wären dann endgültig aus den Mitteln der Kreisumlage zulasten aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu finanzieren. Das wäre weder zulässig noch geboten. Die Klage der Gemeinde Schnaubertal gegen die Kreisumlage 2018 läuft noch. Hier sind die gegenseitigen Auffassungen schriftsätzlich mittlerweile ausgetauscht worden. Es gibt aber noch keinen Termin für eine mündliche Verhandlung und die Gemeinde Schnaubertal klagt auch gegen die Kreisumlage 2019. Hier gibt es aber noch keine Klagebegründung, insofern haben wir auch noch nicht schriftsätzlich antworten können. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie über eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Kreisumlagefestsetzung informieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Revisionsverfahren zur Kreisumlageerhebung des Landkreises Nordwest-Mecklenburg am 29. Mai eine mündliche Verhandlung in Leipzig durchgeführt und dort eine sehr landkreisfreundliche Entscheidung getroffen. Es hat herausgestellt, dass es keine förmlichen Anhörungspflichten gegenüber den Gemeinden bei der Erhebung der Kreisumlage gibt und dass das Fehlen eines formalisierten Verfahrens zur Kreisumlageerhebung nicht zur Rechtswidrigkeit des Kreisumlagebescheides führt. Aus Verfassungsrecht, also aus unserem Grundgesetz, folgt demnach aus Sicht des Gerichtes keine Verpflichtung zu einem bestimmten Verfahren. Der Landesgesetzgeber kann ein solches Verfahren einführen, ein bestimmtes Beteiligungsverfahren, Beteiligungsrechte der Gemeinden. Dort, wo das nicht der Fall ist, wie auch in Sachsen-Anhalt, gibt es derartige Verfahren also nicht. Soweit Verfahrensregelungen fehlen, sind die Landkreise dann aber trotzdem in der Pflicht, in ihrem Verfahren zum Erlass der Satzung auch die Finanzbedarfe der Gemeinden zu berücksichtigen. Das werden wir Ihnen weiterhin tun. Aber sozusagen dieses Damoklesschwert, dass ein nicht kodifiziertes, also nicht im Gesetz niedergeschriebenes Verfahren uns zu einer fehlerhaften Kreisumlage führt, nur weil wir irgendeinen Verfahrensschritt nicht eingehalten haben, von diesem sind wir entbunden. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes hat übrigens diesen Senat, der die Entscheidung getroffen hat, selbst geleitet und hat dazu ausgeführt, geht das wesentlich nicht vor, das ist alles so juristisch, das wird zu kompliziert. Und das kann ich Ihnen vielleicht sagen, er hat gesagt, man muss miteinander reden, in welcher Form ist eine völlig andere Frage. Die Kreisumlagefestsetzung ist eine politische Entscheidung im Kreistag. Das Letzte, was ich Ihnen in dieser Periode zu berichten habe, ist, dass unserem ehemaligen Kollegen Roland Trehn aus dem Wirtschaftsamt, der im Herbst in den Ruhestand versetzt wurde, vor wenigen Tagen der Romanikpreis 2018 des Landes Sachsen-Anhalt, des Landestourismusverbandes Sachsen-Anhalt verliehen wurde für seine Verdienste, auch um den Förderverein Welterbe und die Anerkennung des Naumburger Doms. Ich finde, das ist für Roland Trehn ganz persönlich, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen im Wirtschaftsamt, die da ja mitgearbeitet haben, er hat das nicht alleine getan, und für viele andere auch eine gute Auszeichnung und ein Dankeschön des Landes. Und damit bedanke ich mich, dass Sie den letzten Kreistagsbericht in der Wahlperiode 2014 bis 2019 so lange und aufmerksam zugehört haben. Applaus
Vielen Dank, Herr Landrat, für den doch sehr ausführlichen Bericht. Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, möchte ich mal die Frage stellen, nachdem sich ja einige ältere Herren frische Luft zugewedelt haben, wollen wir die Klimaanlage etwas hoch oder runterfahren? Hoch. Hoch bedeutet Temperatur runter. Okay, gut, vielen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 5, bin bei Tagesordnungspunkt 6, das sind Anfragen zum Bericht des Landrates, und dort hatte sich schon während des Berichtes Frau Simon Kuchen gemeldet. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Ich hatte ursprünglich nur eine Frage, jetzt habe ich zwei. Die erste Frage betrifft den Strukturwandel. Wir haben ja bei unserer Sondersitzung unter anderem auch beschlossen, Bestrebungen anzustellen in Richtung Sonderwirtschaftszone. Meine Frage, gibt es dazu schon konkrete Aussagen oder gäbe es eventuell die Möglichkeit, zum Beispiel Teilaspekte zu nutzen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die aus dem Strukturstärkungsgesetz möglichst, also ob man das vielleicht nehmen könnte, um zumindest Teilaspekte zu machen. Das wäre die erste Frage. Ich weiß nicht. Ja, kann jemand antworten? Ja, ich kann nur so antworten, dass das Thema Sonderwirtschaftszone keins ist, was wir vor Ort hier bearbeiten. Ja, weil das über unsere Fähigkeiten, was jetzt die Finanzverfassung des Grundgesetzes und sozusagen die Steuergerechtigkeit hinausgeht. Entweder gelingt das den Kohleländern, hier was zu erreichen oder nicht. Dass das Thema gewünscht ist in den Regionen, ist ja bekannt, aber das müssen dann Bund und Länder untereinander regeln. Vielen Dank, noch eine kurze Nachfrage. Also das ist mir schon klar, dass das nicht in der Aufgabe des Landrates liegt. Dennoch die Frage, das Strukturstärkungsgesetz ist ja offensichtlich, zumindest so wurde es vorhin beschrieben, nicht en detail genau festgelegt, was damit gemacht werden wird. Deshalb meine Frage oder Anregung, wie auch immer, ob man nicht gewisse Teilaspekte, die eine Sonderwirtschaftszone ausmachen, daraus entwickeln könnte. Herr Landrat, bitte. Also es gibt ja kein Strukturstärkungsgesetz bis jetzt. Es gibt ja nur ein Eckpunktepapier der Bundesregierung, und jetzt muss man schauen, was von den Eckpunkten, die die Bundesregierung in einem künftigen Gesetz sieht, wirklich im Gesetzgebungsverfahren einfließt und was letztlich wieder rausgekegelt wird oder wo sich Änderungen ergeben. Und also das Thema Sonderwirtschaftszone, weiß ich nicht, also es müsste dann eben auch durch Bundesgesetz irgendwie geregelt werden, aber ich habe gar keine Ahnung davon, was man da regeln müsste, damit man eine Sonderwirtschaftszone hätte. Gut, müssen wir jetzt nicht im Detail diskutieren. Erstmal herzlichen Dank. Zweite Frage, oder eigentlich eher eine Bitte und ein Angebot. Und zwar wurde ja kurz berichtet über die Parkplatzsituation am Landratsamt in Weißenfels. Und ich muss ganz offen sagen, ich kann zwar teilweise die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, aber kann natürlich aus Sicht der Weißenfelser und Weißenfelserinnen sagen, dass das katastrophal wäre. Und hier wirklich die große Bitte, dass das nicht eintritt, sondern hier an der Stelle auch wirklich nochmal anbieten, dass wir Weißenfelser da auf jeden Fall unterstützend mit aktiv werden wollen, um die Situation erstens zu entschärfen und zweitens den Standort auch langfristig im Interesse der Bürger auch zu sichern. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere? Ja, bitte. Also ich teile die Meinung uneingeschränkt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich die Auffassung nicht teile, und wir müssen da eine Lösung nicht teilen. Ja. Und dass ich also die Meinung der Mitarbeiter nicht teile, aber wir müssen natürlich eine Lösung herbeiführen. Nicht nur für die Mitarbeiter selber, sondern auch für diejenigen, die dort in die Baugenehmigung oder überhaupt in die Genehmigungsämter fahren, dass da nicht ein Parkplatzchaos im September stattfindet. Und aus dem Stadtrat heraus habe ich auch schon positive Signale, dass das unterstützt wird, ebenfalls erhalten. Vielen Dank, Herr Landrat. Gibt es weitere Fragen? Herr Püschel. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zur Verantwortung zum 5G-Netz. Herr Landrat, Sie sind der höchste Verwaltungsbeamte im Burgenlandkreis, und es steht zu befürchten, dass das 5G-Netz da sehr lukrativ ist und dahinter erhebliche Geschäftsinteressen stehen. Sicher eines der ersten Dinge ist,
die verwirklicht wird. Und unbestreitbar sind die hohen gesundheitlichen Risiken bei der Mikrowellenstrahlung, das steht nur fest. Haben Sie keine Bedenken, dass im Nachhinein Sie die vergangenen deutschen Staaten die Verantwortung von leitenden Beamten anders gesehen wird? Und auch das, was als menschenfeindlich oder unmenschlich betrachtet wird, wird im Nachhinein definiert. Hier sind erhebliche Risiken für die Menschen eindeutig gegeben. Und halten Sie es dann nicht für verantwortlich, dem etwas kritischer gegenüberzustehen und auch die Umsetzung kritisch zu verfolgen? Das Zweite, zum Bereich Schulsozialarbeiter. Wir haben in der Vergangenheit schon erheblich die steigenden Problemfälle im Jugendamt, Sozialamt, überall behandelt, intern auch meist untersucht, auch den steigenden Arbeitskräftebedarf. Halten Sie es nicht für sinnvoll, hier mal eine Ursachenforschung zu betreiben, an das Eingemachte zu gehen? Denn wenn ich mich entsinne an meine Kinder- und Schulzeit, wir hatten keinen Schulsozialarbeiter, ich wüsste auch nicht, an welcher Schule einer gewesen wäre. Und trotzdem haben alle aus meinem Jahrgang eine Lehre, eine Ausbildung vollzogen. Wir haben den besten deutschen Staat, den es je gegeben hat, aber wir haben erheblich wachsende Probleme. Da muss doch irgendwo eine Ursache gegeben sein. Und wir müssen doch mal an die Ursachen kommen. Ich habe das schon mal vor Jahren angeregt. Und nicht nur das Elend verwalten, sondern das Elend an der Wurzel packen und beseitigen. Im Moment wird es jedes Jahr größer, das bestätigen alle Ämter. Und das auch im neuen Programm der Schulsozialarbeiter ist das zu geben. Wir müssen doch hier mal tiefer forschen, warum können wir nicht besser mit unseren Menschen, die uns anvertraut sind, für die wir verantwortlich sind, auch hier im Kreis da, zu Recht. Und das Dritte, wir hatten heute in der Bürgerfragestunde einen konkreten Fall erlebt. Eine Frage an Sie, halten Sie es auch nicht für verantwortlicher und richtiger? Sie haben gesagt, wir haben 3000 Asylbewerber. Ich glaube, das sind um die 20 Millionen, die uns jedes Jahr kosten. Wäre es nicht sinnvoller, das Geld für unsere Volksgenossen, wie Sie vorhin selber anführten, zu verwenden, die in schwierigen Situationen sind mit behinderten Kindern und dergleichen, als es jungen Leuten hinterherzuwerfen fürs Gammeln oder für Hilfsarbeiten, die zu Hause dringend gebraucht werden, um ihren Staat wieder aufzubauen. Und wir hätten hier einen großen Bedarf an vielen Stellen in Deutschland, um schwierige und elendige Situationen in Familien zu verbessern. Vielen Dank. Danke, Herr Landrat. Schwierige Fragen, aber Sie möchten trotzdem antworten. Also zum Thema 5G-Netz kann ich Ihnen keine fachkompetente Antwort geben. Ich habe mich mit den gesundheitlichen Gefahren der 5G-Netze nicht beschäftigt. Ich muss zunächst erstmal davon ausgehen, dass bevor solche Netze eingeführt werden, da auch entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden, aber eine gewisse Grundskepsis, was gesundheitliche Gefahren von neuen technischen Möglichkeiten angeht, ist auf jeden Fall immer aus meiner Sicht angezeigt. Ich stimme ja auch nicht jetzt als Vertreter des Schulträgers zu, dass auf Schulen Funkmasten errichtet werden, auch aus einer gewissen Grundskepsis heraus, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich belegen könnte. Ursachenforschung im sozialen Bereich ist auf jeden Fall richtig und notwendig, damit man nicht quasi nur die Folgen ausfinanziert, sondern an die Wurzeln geht. Das wäre auch für den Kreishaushalt natürlich jenseits der Frage der Schulsozialarbeit auch wichtig, weil ja die Kosten in der Jugendhilfe ja auch explodieren, jedes Jahr Millionenbeträge dazukommen. Wenn wir die Ursachen beseitigt hätten, könnten wir uns da auch was sparen. Deshalb ist eben auch wichtig, dass wir die Bildungsfragen klären, dass wir frühzeitig an die Familien herantreten, in denen diese sozialen Probleme auftreten. Aber es ist, glaube ich, immer schwierig, die prägende Rolle von Familien, die einen negativen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben, durch staatliche Maßnahmen zu verdrängen. Weil alle Fachleute uns sagen, dass der Einfluss der Familie immer weitaus größer ist als alle staatlichen Bemühungen. Und diese Ketten in diesen Familien zu durchbrechen, das ist eben die große Herausforderung. Aber dazu zählt zum Beispiel auch die Überlegung, dezentrale allgemeine soziale Dienste zu installieren, die Schulen besser mit dem allgemeinen sozialen Dienst des Jugendamtes zu vernetzen und eben auch die Schulsozialarbeiter einzubauen. Und das mit den 3000 Asylbewerbern, die haben mir gar nicht zugehört, also wir haben 254 Asylbewerber, nicht 3000, muss man mal die Zahlen nochmal korrigieren. Die Meinung teile ich natürlich überhaupt nicht.
Dankeschön, Herr Landrat. Als nächste Wortmeldung, Fragestellung, habe ich Frau Späte gesehen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Land, Sie hatten in Ihrem Bericht zum Strukturwandel ausgeführt, das Zukunftszentrum Zeit. Können Sie mir sagen, vielleicht habe ich auch nicht gut genug aufgepasst, Sie sprachen davon, die Bundesregierung habe das eingefügt. Können Sie mir sagen, wer da federführend war oder ist das sozusagen allgemein unter dem Begriff Bundesregierung, Wirtschaftsministerium, Bildung, keine Ahnung, Forschung, ist das Ihnen bekannt? Nein. Schade. Ich weiß nicht, wer nun die einzelnen Teile des Eckpunktepapiers zusammengeschrieben hat und aus welchem Hause und welchem Ministerium auf Bundes- und Landesebene was kam. Für uns ist, glaube ich, wichtig, dass sehr konkret und ausführlich beschrieben ist, was da stattfinden soll. In diesem Rahmen kann man sich dann künftig bewegen. Aber wer das denn genau formuliert hat, Herr Mayer aus dem sowieso Ministerium, ich weiß es nicht. Also nochmal, das Papier kommt vom Bund. Danke. Danke. Gut, vielen Dank, Frau Späte. Gibt es weitere Anfragen zum Bericht des Landrates? Kann ich nicht erkennen. Wenn dem nicht der Fall ist, schließe ich den Tagesordnungspunkt 6 und eröffne den Tagesordnungspunkt 7. Bei dem geht es um den Naturpark Saale-Unstrut-Triasland Betriebsgesellschaft MbH und hier über die Übernahme der Geschäftsanteile durch den Burgenlandkreis und die Änderung des Gesellschaftervertrages und Umformierung auf Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH. Der Bildungsausschuss und der Wirtschafts- und Landwirtschaftsausschuss haben die Vorlage geändert empfohlen. Im Ergebnis der Beratung erfolgte eine Überarbeitung der Neuerstellung der Vorlage, welche Ihnen mit der Sitzungseinladung ausgereicht wurde. Finanzausschuss und Kreisausschuss haben die geänderte Vorlage empfohlen. Wünscht hierzu jemand das Wort? Frau Hörning, bitte. Ich würde es heute eigentlich sehr ruhig angehen lassen zum letzten Kreistag, muss allerdings sagen, dass ich enorme Bauchschmerzen mit dieser Vorlage der Verwaltung habe. Wir beschließen hier, wenn das so durchkommt, und die Vorbereitung hat das ja gezeigt, dass das dort einstimmige Ergebnisse waren, wir beschließen hier eine sehr komfortable Situation, die wir wahrscheinlich als Burgenlandkreis mittelfristig und langfristig gar nicht leisten können. Wir bieten praktisch aufgrund dieser sehr, sehr breit gefassten Satzung dieses neuen Kulturbetriebes Burgenlandkreis GmbH unseren Kommunen an, ihre Kultureinrichtungen, die jetzt unheimlich schwer in manchen Haushalten drücken, auf den Schoß des Burgenlandkreises zu schieben, der sich dieser Verantwortung dann stellt. Ich weiß aus meiner jahrelangen Arbeit im Kulturausschuss, dass es viele Kommunen in unserem Burgenlandkreis gibt, die erhebliche Finanzprobleme gerade mit der Erhaltung ihrer kulturellen Einrichtungen haben. Wir haben ein riesengroßes Schloss in Zeitz, das seine Öffnungszeiten nicht mehr halten kann, weil es die Haushaltslage nicht hergibt. Wir haben eine Gedenkstätte in Remsdorf, wo die Gemeinderäte auch schon rumgeungt haben vor Jahren, ob das denn nicht lieber der Burgenlandkreis betreiben sollte. Wir haben Befindlichkeiten in Weißenfels, das Schützhaus kostet dem Burgenlandkreis immer mehr finanzielle Zugeständnisse. Wir haben eine Situation des Begegnungszentrums in Lützen, mit dem ich sowieso von Haus aus arge Bauchschmerzen habe. Und ich sehe schon auch angesichts dessen, was wir in dem nächsten Kreistag hier an Abgeordneten sitzen haben, eine erhebliche regionale Bürgermeister- und Oberbürgermeisterlobby. Und es ist tatsächlich eine Einladung an alle Regionalpatrioten, zu versuchen, ihren Haushalt dort ein Stückchen weit zu entlasten und den Burgenlandkreis in die Pflicht zu nehmen. Ich finde das echt bedenklich, dass wir dort nicht mal Kriterien eingeflochten haben, die der ganzen Sache irgendwo einen Rahmen geben. Wir haben nichts eingeflochten, einen Finanzrahmen, der nach oben abgesteckt ist. Wir haben keine Jahreszahlen oder irgendwelche Bedeutung, überregionale Bedeutung formuliert, die man vielleicht als Grundlage, als Maß der Dinge nehmen könnte, sodass eigentlich irgendwelchen Befindlichkeiten Tür und Tor geöffnet sind. Und ich sehe da erhebliche Belastung für unseren Kreishaushalt, auch angesichts dessen, dass uns ja im Kulturausschuss erst in kürzerer Vergangenheit gesagt worden ist, dass es durchaus ein normaler Zustand ist, dass ein großes Museum wie gerade die Arche Nebra
aller 10 Jahre erheblichen Sanierungsbedarf aufweisen wird, da ja der technische Fortschritt auch vieles dorthin fällig macht. Und wenn ich mir das alles aufrechne, wenn alle Kultureinrichtungen in Zukunft in Hand des Burgenlandkreises, in Hand dieser Kulturbetriebe Burgenlandkreis sein sollten, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das ein Haushalt des Burgenlandkreises abfedern kann. Ich weiß, dass da jeder seine eigenen Interessen hat, mancher Stadt und Stadtrat hat das vielleicht oder Gemeinderat ein bisschen aus seinem regionalen Blickwinkel von vornherein bewertet. Ich bin vor Jahren hier angehalten worden, eigentlich mich zu verpflichten, im Interesse des Burgenlandkreises tätig zu sein. Und ich sehe, dass wir Lützenmillionen nicht in regelmäßigen Abständen in Dimensionen erhalten werden und die Aufgaben, die dort auf den Burgenlandkreis zukommen können, enormes Problem darstellen können. Also ich werde dieser Vorlage nicht zustimmen können. Danke. Gut, vielen Dank, Frau Hörning. Kann jemand die Bedenken der Kreisrätin entkräften? Herr Landrat? Also ob ich sie entkräften kann, weiß ich, kann was dazu sagen. Also man kann sozusagen diese Sicht der Dinge auf diese Formulierung des Gegenstandes des Unternehmens in § 2 des Gesellschaftsvertrages haben. Aber es ist natürlich kein Angebot an irgendjemanden, uns was zu übertragen. Das ist nur der äußerste Rahmen, in dem sich eine Gesellschaft bewegen kann. Und niemand kann sich, also erstmal rein rechtlich, darauf berufen, dass die Gesellschaft jetzt irgendwas tun muss. Das wäre ja genauso, wenn, was weiß ich, eine Dachdecker GmbH neben den Dachdeckerleistungen im Gesellschaftsvertrag auch noch, ich weiß nicht, Hausputzen mit drin hat. Ich kann trotzdem nicht zu der Gesellschaft gehen und sagen, ich verlange jetzt aber, dass du den Hausputz bei mir machst. Es entscheidet immer noch die Gesellschaft selber, was sie tut. Und hier ist es so, dass immer noch die Gesellschaft durch den Kreistag am Ende entscheidet, wofür wir die Gesellschaft einsetzen und wofür wir Geld geben. Das ist ja auch jetzt so. Der Kreistag entscheidet jedes Jahr neu über die Mittel, hat es man bisher schon getan, und genauso läuft es weiter, die wir der GmbH geben, und damit setzen wir schon mal den Finanzrahmen. Und zum Zweiten, weil es sich um eine wesentliche Kreisangelegenheit handelt, müsste der Kreistag auch jedem neuen Aufgabenfeld, was wir uns hier stellen würden, auch seine Zustimmung geben. Die Gemeinden können gar nichts von sich aus machen. Es ist auch nicht als Angebot an die Gemeinden in diesem Sinne zu verstehen, sondern es ist der Rahmen, der sich auch in den Einrichtungen, die jetzt betrieben werden sollen, immer wieder abspielt, nämlich Arche und Goseck. Das sind die beiden Einrichtungen, die wir im Moment betreiben. Und da findet eben nicht nur statt, dass es eine Ausstellung zur Himmelsscheibe gibt, sondern da findet eben auch fast jährlich eine Sonderpräsentation zu den merkwürdigsten Themen statt. Also ich will nicht sagen, Hauptsache Besucher kommen, aber natürlich auch immer mit dem Ziel. Wir haben dort Traktorenausstellungen schon gehabt und alles Mögliche, und wir haben versucht, den Gesellschaftszweck so zu formulieren, dass das da auch reinfällt. Nicht, dass wir bei jeder Sonderpräsentation überlegen müssen, dürfen wir das auch machen. Alles andere ist nicht vorgesehen, es ist auch keine Aufforderung an die Gemeinden, was zu tun. Was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Weder wir haben das Geld dazu, die Gemeinden natürlich auch nicht. Und wir wollen auch nicht alle kulturellen Einrichtungen der Gemeinden übernehmen. Wenn das mal später in irgendeinem Fall angestrebt ist, dann muss das hier beschlossen werden. Und wenn man das den Gemeinden nochmal klar sagt, ist das ja auch klargestellt, finde ich. Im Gegenteil, wir reduzieren sogar jetzt die Zuständigkeit dieser GmbH von 3 Geschäftsfeldern auf 2, indem wir nämlich den Herzoglichen Weinberg an den Naturpark selber, die Bewirtschaftung des Herzoglichen Weinbergs an den Naturpark übergeben und damit ein defizitäres Feld abgeben. Vielen Dank, Herr Landrat. Gibt es weiteren Redebedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Kann ich nicht erkennen. Somit würde ich hier zur Beschlussfassung schreiten wollen. Der Kreistag beschließt erstens die vollständige Übernahme der Geschäftsanteile der Naturpark Saale Unstrut-Trias Landbetriebsgesellschaft MBH durch den Burgenlandkreis mit einem Kaufpreis auf Basis des bilanziellen Eigenkapitals der Gesellschaft zum 31.12.2018 und beauftragt den Landrat, den Kauf umzusetzen. Und zweitens die Änderung des Gesellschaftervertrages der Naturpark Saale Unstrut-Trias Landbetriebsgesellschaft MBH unter Anpassung der Firma auf Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH in der vorliegenden Fassung. Wer dem so zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Für Stimmen? Danke. Gegenstimmen? Eine. Stimmenthaltungen? 2. Bei 2 Enthaltungen einer Gegenstimme, so
mehrheitlich beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 7 und komme zum Tagesordnungspunkt 8. Dort geht es um den Erwerb von Geschäftsanteilen an der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH. Der Finanzausschuss und der Kreisausschuss haben die Beschlussfassung einstimmig empfohlen. Wünscht trotzdem noch jemand das Wort? Kann ich nicht erkennen. Demnach komme ich auch hier zur Beschlussfassung. Der Kreistag des Burgenlandkreises stimmt dem Erwerb von 15 Geschäftsanteilen an der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH durch den Burgenlandkreis mit einem Kaufpreis von 200 Euro je Geschäftsanteil zu und beauftragt den Landrat, den Erwerb entsprechend umzusetzen. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Erheben der Stimmkarte. Danke. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Auch keine. Damit ist das einstimmig beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 8, komme zum Tagesordnungspunkt 9. Beim Tagesordnungspunkt 9 geht es um die Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen, hier Defizitausgleich der Klinikum Burgenlandkreis GmbH. Der Finanzausschuss, der Sozialausschuss sowie der Kreisausschuss haben die Beschlussfassung jeweils einstimmig empfohlen. Wir haben im Raum Herrn Frohn. Gibt es Diskussionsbedarf und Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Herr Fische? Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, eine Frage zum Ersten. In der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist ein hoher Aufwuchs der Verbindlichkeiten 2017 festzustellen, was ein bisschen verwundert, um 17 Millionen. Vorlagen, die bei 23,5 und in 2017 bei 40,5. Wozu oder woraus resultieren die? Um höhere, wie oben dann zu sehen ist, in der Bilanz bei den Aktiva nur um größere Kassenbestände zu halten, das ist etwas merkwürdig. Da brauchen wir ja eigentlich keinen Zuschuss, wenn man so hohe Kassenbestände hat. Und das zweite Grundsätzliche, Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Landrat, bei dem Katastropheneinsatz im Mai hat genauso das Krankenhaus Weißenfels Notfallpatienten aufgenommen, ist also seinem Auftrag zur Krankenhausversorgung der Bevölkerung genauso gerecht geworden, wie auch das Zeitzer und das Weißenfelser Nauburger Krankenhaus. Warum wird dieses Haus dann nicht auch vom Landkreis entsprechend investiv gefördert, wenn es dieselben Aufgabenzuweisungen vom Landkreis gibt? Ich habe in irgendeiner bürgerbewegten Partei, ich glaube im Bereich Weißenfels, gelesen, dass sie sich auch für die Entwicklung dieses Krankenhauses stark machen wollen. Leider merkt man im Kreistag nichts davon, wenn es um die Mittelverteilung geht. Ich halte das gegenüber der Weißenfelser Bevölkerung und des Umfeldes für sehr ungerecht, für bedenklich. Und vorhin wurde erinnert, das kam sogar aus dem Bereich 50 Millionen extra Mittel für den ganzen Landkreis, wo wir uns gütlich tun konnten. Aber um die Bevölkerung und die Betriebe dort genauso gut zu versorgen in der Gesundheits- und Krankenhausversorgung wie die in den anderen großen Städten des Landkreises, da scheuen wir uns davor. Und das ist in meinen Augen sehr ungerecht und dürfte hier nicht so den Kreistag passieren. Danke. Bitte nochmal die Frage in einem Satz zusammengefasst, das ist schwierig zu antworten. Wie diese Ungerechtigkeit gegenüber dem Weißenfelser Krankenhaus und der Weißenfelser Hohenwölsner Lützener Bevölkerung zu vertreten ist, dies ihre Krankenhaus- und Gesundheitsversorgung gegenüber den anderen knapp zwei Drittel des Burgenlandkreises so zu benachteiligen. Das ist nicht oder das ist ein unwürdiges Verhalten. Hat vielleicht mit persönlichen Dingen zu tun, jetzt weiß ich nicht, wer an Aufsichtsräten sitzt und wie da die Einflüsse laufen. Aber grundsätzlich. Verstanden. Ja. Danke, der Landrat wird kurz antworten. Also zunächst mal rein rechtlich gibt es erhebliche Unterschiede, die ergeben sich ja bereits aus der Beschlussfassung des Kreistages durch den öffentlichen Betrauungsakt.
für das Klinikum Burgenlandkreis. Das gibt es in dieser Form für das Klinikum in Weißenfels nicht. Zum Zweiten ist natürlich der maßgebliche Unterschied, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir haben es hier mit einem Defizitausgleich für 1,3 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2018 zu tun, während in dem Konzern des Klinikums, dem das Weißenfelser Haus angehört, erhebliche Millionenbeträge an Überschüssen erwirtschaftet werden. Wie wollen Sie denn jetzt erklären, dass man einem privaten Unternehmen, das Millionenüberschüsse erwirtschaftet, wir auch noch zusätzliche Kreismittel zur Verfügung stellen wollen? Und das Dritte ist, was Sie hier sagen, hat ja mit Investitionen gar nichts zu tun, aber um auf die Investitionen zurückzukommen, wir haben uns nochmal die Investitionsförderung des Landes, die bis 2014 stattgefunden hat, für beide Häuser angeschaut und sind dort zu dem sehr interessanten Ergebnis gekommen, dass schon insgesamt Asklepios in Weißenfels eine deutlich höhere Investitionsförderung als das kommunale Klinikum Burgenlandkreis in diesem Zeitraum erhalten hat, obwohl wir nahezu doppelt so viele Patienten versorgen. Und das ist natürlich ein Hauptgrund dafür, weshalb wir jetzt ohne diese Einzelfallförderung des Landes im investiven Bereich hier nochmal nachlegen müssen. Dankeschön, Herr Landrat. Wünscht noch jemand das Wort? Eine Nachfrage, Herr Büschel, bitte. Herr Landrat, dann möchte ich bitte auf den Betreuungsakt verweisen. Da steht ausdrücklich drin, dass Defizitausgleiche für die normalen Betriebskosten nicht zulässig sind, sondern eine Unterstützung des Landkreises nur für investive Aufgaben erfolgt. Das ist ausgeschlossen in Ihrem Papier. Gucken Sie in den Unterlagen nach, bitte. Ausdrücklich. Es geht um investive Unterstützung des Klinikums. Investive Unterstützung haben alle drei Häuser in meinen Augen verdient. Danke. Antwortet nochmal. Es ist genau andersrum. Also wenn Sie sich das durchlesen, Paragraph 3 Absatz 5 zum Beispiel, sehen Sie genau das Gegenteil davon. Frau Siebert, ist sie noch hier? Ja, Frau Siebert, habe ich da irgendwas übersehen? Es ist ausdrücklich durch den Betreuungsakt erst möglich geworden, dass wir den Defizitausgleich durchführen. Es ist genau andersrum, als Sie gesagt haben. Da müssen Sie mal richtig lesen. Vielen Dank, Herr Landrat. Gibt es weiteren Diskussionsbedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Kann ich nicht erkennen, dann würde ich hier zur Beschlussfassung kommen wollen. Der Kreistag genehmigt überplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen zum Defizitausgleich der Klinikum Burgenlandkreis GmbH in Höhe von 1.326.000 Euro und Klammern Produktsachkonto 11122-531500. Wer dem zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Erheben der Stimmkarte. Dankeschön. Gegenstimmen. Eine Gegenstimme, Stimmenthaltung. Bei einer Gegenstimme und keiner Stimmenthaltung somit mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 9 und komme zum Tagesordnungspunkt 10. Beim Tagesordnungspunkt 10 geht es über die Satzung der Geltendmachung von Kosten des Rechnungsprüfungsamtes des Burgenlandkreises, Kostensatzung RPA. Der Finanzausschuss und der Kreisausschuss haben die Beschlussfassung empfohlen. Wünscht noch jemand das Wort dazu? Das kann ich nicht erkennen. Somit kommen wir hier zur Beschlussfassung. Der Kreistag beschließt die Satzung über die Geltendmachung von Kosten des Rechnungsprüfungsamtes Burgenlandkreis, in Klammern Kostensatzung RPA, Klammer zu. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um Erheben der Stimmkarte. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei einer Stimmenthaltung auch dieser Tagesordnungspunkt mehrheitlich beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 11 und komme zum Tagesordnungspunkt 12 und der beinhaltet den Geschäftsbericht 2000. Halt, pardon. Oh, Entschuldigung. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 11 und dort geht es über die Satzung, über das Wahlverfahren für der Kreiselternvertretung für die Kindertageseinrichtungen im Burgenlandkreis. Der Jugendhilfeausschuss hat die Satzung mit Änderungen empfohlen. Der Beratungsverlauf und der überarbeitete Satzungsentwurf liegen auf Ihren Plätzen. Ich bitte, das zu beachten. Wünscht jemand das Wort? Ja,
Weise. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten zu diesem Beschlussvorschlag kurzfristig Änderungsanträge für den Jugendhilfeausschuss gestellt am 4.6. Die wurden sehr intensiv und gründlich bearbeitet. Der jetzt vorliegende Änderungsentwurf entspricht also unserem Antrag, insoweit er umgesetzt wurde, und dem aktuellen Beschlussstand vom Jugendhilfeausschuss. Aus unserer Sicht besteht nunmehr keine Einwände mehr, über diese Beschlussvorlage zu entscheiden. Danke. Vielen Dank, Herr Weise, für die zusätzliche Erläuterung. Der Landrat wünscht noch mal das Wort dazu. Ich möchte anregen, dass wir noch ein Wort vor Änderung, und zwar, Sie sehen ja in den Änderungen des Satzungsentwurfs, die ja rot gekennzeichnet sind, wie sie aus dem Jugendhilfeausschuss gekommen sind, im Paragraphen 3 Absatz 2, dass dort aufgenommen wurde die Formulierung oder dessen Stellvertretung. Da geht es also darum, dass die Elternvertretung ein Mitglied in die Landeselternvertretung entsenden soll und dazu auch einen Stellvertreter. Ich möchte bitten, dass wir das Wort oder durch und ersetzen. Denn es soll ja auch ein Stellvertreter benannt werden, nicht oder ein Stellvertreter. Man will beides benennen. So habe ich jedenfalls die Intention verstanden, dass für den Fall, dass es kann immer nur einer fahren. Aber deshalb muss ich ja trotzdem, wie beim Jugendhilfeausschuss auch und bei jedem Gremium, beide benennen. Hier geht es ja um die Benennung und nicht um die Frage, wer fährt. Es fährt das Mitglied und wenn das verhindert ist, fährt der Stellvertreter. Aber ich muss beide benennen, deshalb würde ich stand oder und schreiben. Gut, das ist mein Antrag. Vielen Dank, Herr Landrat, für den Antrag. Wenn es jetzt keine Wortmeldungen gibt, würde ich zunächst den Antrag des Landrates abstimmen lassen, das Wort oder durch das Wort und zu ersetzen. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltungen? Eins. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ist dem Änderungsantrag des Landrates stattgegeben worden. Wünscht jetzt noch jemand das Wort zur eigentlichen Beschlussfassung? Kann ich nicht erkennen. Deshalb würde ich auch hier den Beschlusstext verlesen. Der Kreistag beschließt die Satzung über das Wahlverfahren zu der Kreiselternvertretung für die Kindertageseinrichtung im Burgenlandkreis gemäß Anlage. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Keine. Damit ist auch dieser Beschluss einstimmig angenommen worden. Und wir sind jetzt beim Tagesordnungspunkt 12 und das ist der Geschäftsbericht 2017 der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd. Dazu ist im Raum Herr Otto. Gibt es dort Redebedarf? Kann ich nicht erkennen. Es handelt sich hier lediglich um eine Kenntnisnahme. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht darüber abstimmen. Wir haben das hier mit zur Kenntnis genommen und ich schließe den Tagesordnungspunkt 12. Und bin beim Tagesordnungspunkt 13, der Landrat verlässt schon wegen Mitwirkungsverbot seinen angestammten Platz. Und hier geht es um die Nutzung eines Dienstfahrzeuges. Der Kreisausschuss hat die Beschlussfassung einstimmig empfohlen. Wünscht dennoch jemand das Wort? Herr Püschel, bitte. Vorsitzender, meine Damen und Herren, es ist vielleicht in Bundesdeutschland üblich, dass mit der Höhe des Grades des Politikers auch das Bedienen am Volksvermögen steigt. Wenn jeder für sein Dienstfahrzeug bezahlen muss, oder im Regelfall auch im Betrieb, so sollte es auch bei der Einkommensstruktur des Landrates möglich sein, das so beizubehalten. Und hier keine Extrageschenke verteilen. Es ist zwar üblich bei vielen Abgeordneten und Bundestag-Landrat, dass diverse Dinge unentgeltlich sind, aber ich denke, es war bisher so, dass für Privatnutzung, auch für alle anderen im Landratsamt, dass die bezahlen müssen. Und ich denke, der Landrat hat das gar nicht nötig, sich hier einen extra Bonus vom Steuerzahler zu holen. Das halte ich für fast ein bisschen unanständig. Danke. Danke, Herr Püschel. Antworten wird der erste Beigeordnete. Vielen Dank.
Der Bedarf dieses Beschlusses ergibt sich aus folgenden Gründen. In Sachsen-Anhalt war es bisher nicht üblich oder war bisher die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen durch Hauptverwaltungsbeamte der Landkreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht geregelt. Insoweit bezog sich diese Dienstfahrzeugnutzung immer auf einen Beschluss der jeweiligen Vertretungskörperschaft, die sich in unserem Fall anlehnte an eine Regelung für Beamte des Staatssekretärs des Landes Sachsen-Anhalt oder für Staatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt. Diese Regelungslücke ist im Land Sachsen-Anhalt geschlossen worden, und zwar gibt es seit dem 23.09.2018 einen Runderlass des Ministeriums des Innern, wonach einschlägige Vereinbarungen zwischen den Landkreisen mit den Hauptverwaltungsbeamten abzuschließen sind. Aus dieser Regelung heraus ergibt sich ein Anpassungsbedarf, und zwar ein formeller und ein materieller. Formell ist klar, vorher gab es keine Regelung, also soll die jetzige Regelung an die nunmehrige angepasst werden. Materiell ist es so, dass das, was dem Landrat bisher erlaubt war, über das hinausgeht, was nunmehr erlaubt sein soll. Was also heißt, er hätte bisher können im gesamten Bundesgebiet privat unterwegs sein mit den Dienstwagen, ohne dass er dafür hätte zahlen müssen. Zahlen im Sinne von Rückerstattung eines Vorteils. Zahlen im Sinne von Steuer auf sein daraus entstandenes Einkommen musste er schon immer und überall, und das bleibt auch in Zukunft so. Also dieser Beschluss, der heute gefasst werden soll, setzt, wenn man so will, setzt dieses Wort jetzt mal im Nachteil, den Landrat im Nachteil zu dem, was er bisher durfte. Danke, Herr Engelhardt. Gibt es weitere Anfragen? Sehe ich nicht, dann würde ich auch hier zur Beschlussfassung kommen. Dem Landrat wird die private Nutzung des Dienstfahrzeuges innerhalb des Gebietes von Sachsen-Anhalt einschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gestattet, ohne Entgelt zu erheben. Für Privatfahrten mit dem Dienstkraftfahrzeug über das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt hinaus ist eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der landesrechtlichen Regelung zu zahlen. Die Kosten sind monatlich zu erheben. Am Ende eines jeden Kalenderjahres ist eine Jahresendabrechnung durchzuführen. Wer dem zustimmen kann, bitte ich ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? 3 Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Keine. Bei 3 Gegenstimmen ist auch dieser Beschluss angenommen, und ich bitte den Landrat wieder auf seinen Platz zu nehmen. Wir schließen Tagesordnungspunkt 13 und kommen zum Tagesordnungspunkt 14. Dort geht es um die Prüfung der Einstufung der Landesstraße L193 im Abschnitt Stadtgrenze Zeitz bis Knoten Hüzettstraße als Kreisstraße. Und hier handelt es sich um einen Antrag der SPD-Fraktion. Ich bitte im Beschlusstext eine redaktionelle Änderung der Straßennummerierung vorzunehmen. Die korrekte Bezeichnung lautet L193. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Entschuldigung. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte hier ganz eindringlich dafür werben und dafür plädieren, den im Antrag genannten Abschnitt nicht zur Gemeindestraße abzustufen, sondern zu prüfen, inwieweit der Tatbestand der Landesstraße noch Bestand hat, beziehungsweise, wenn das nicht der Fall ist, diese als Kreisstraße aufzunehmen. Wir haben in unserem Antrag Sachverhalte und Begründungen bereits angegeben. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch einige Ergänzungen durchführen. Zum allgemeinen Verständnis: die L193
führt von der Landesgrenze Thüringen bei Crossen, dort in Thüringen ist es eine Landesstraße, nach Zeitz und nördlich von Zeitz am ehemaligen Milchhof Richtung Industriepark, weiter dann Richtung Kreutsch, mündet hinter Minkwitz in die S65 Staatsstraße in Sachsen. Ist also eigentlich durchgängig Landesstraße oder Staatsstraße gewesen. Die L193 dient der Verkehrsentlastung für den überörtlichen Verkehr zwischen dem Mittelzentrum Zeitz und den Bundesländern Sachsen, B2 Richtung Leipzig und Thüringen, B180 Richtung Meuselwitz-Altenburg. Sie dient damit zugleich als Entlastungsstrecke für die B2 und die B180. Selbst die Stadt Zeitz hat dem schon Rechnung getragen, indem nämlich am Kreisel, am Schützenplatz Hinweisschilder stehen. Und zwar gilt das Hinweis Richtung Drücklitz Industriepark und Hinweis Richtung B180 B2. Das ist also die offizielle Zuführungsstraße zu diesen beiden Bundesstraßen für Zeitz, Klammer auf, Oberstadt, Klammer zu. Niemand aus der Oberstadt von Zeitz würde bis zur Grünen Au oder gar bis über Hellweg hinausfahren, um Richtung Leipzig zu kommen, sondern nutzt diese Straße. Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat dem Ansinnen des Landes zweimal widersprochen. Nach dem ersten Mal hat es eine Verkehrszählung und Verkehrsbefragung gegeben zu diesem entsprechenden Straßenabschnitt, der auf der Gemeinde, auf dem der Gemarkung der Gemeinde Elsteraue liegt. Ich möchte da ganz kurz ein paar Zitate daraus hier veröffentlichen oder ganz kurz bitte. Ja, das versteht es niemand. Ich kann mich kurz fassen, wenn ich nicht laut unterbrochen werde. Man hat festgestellt, dass in 24 Stunden in dem entsprechenden Erhebungszeitraum 3760 Fahrzeuge diese Straße benutzt haben. Ich mache es ganz kurz. Davon, es wurden 298 Fahrzeuge da festgestellt, bei der Befragung festgestellt, die von der Gemeinde Elsteraue stammten. Davon ist ein Fahrzeug mit Ziel Elsteraue. Also eins von 298 Fahrzeugen nutzt die Straße von der Elsteraue nach der Elsteraue. 297 fahren in Nachbargemeinden. Nachbargemeinden sind die Stadt Zeitz, die Stadt Hohenmölsen, beide Sachsen-Anhalt. Die Stadt Lucca und die Stadt Meuselwitz, beide in Thüringen. Die Stadt Kreutsch und Elster-Trebnitz, beide in Sachsen. Noch der letzte Satz aus dieser Untersuchung. Durch die Lage von Elsteraue an der Grenze im Länderdreieck Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und die überregionale Bedeutung des Chemie- und Industrieparkes sowie als Abkürzung zwischen den Autobahnen BAB9, BAB72, BAB4 und BAB38 sind relativ viele grenzüberschreitende und weiträumige Fahrten festzustellen. Danke. Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, so würde ich auch hier zur Beschlussfassung kommen. Der Kreistag beschließt: Erstens, der Landrat wird mit der Prüfung der Einstufung der Landesstraße L193 im Abschnitt Stadtgrenze Zeitz bis Knoten Hützettstraße zur Kreisstraße mit der Zweckbestimmung, dem überörtlichen Verkehr innerhalb des Burgenlandkreises zu dienen, beauftragt. Zweitens, über das Ergebnis der Prüfung ist dem Kreistag zu berichten. Wer dem zustimmt, bitte die Karte heben. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Bei 1-2 Stimmenthaltung ist das mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 14 und komme zum Tagesordnungspunkt 15. Das sind Anfragen zu Angelegenheiten des Landkreises. Frau Schicker, bitte. Herr Landrat, ich hatte im letzten
Kreistag nach der Situation der Außenstellen vom Sozialamt. Ich habe mal konkret im Weißenfels gefragt. Ich habe jetzt kürzlich auch Antwort bekommen, wo mir mitgeteilt wird, dass die Schließung der Außenstelle aufgrund fehlender Personalressourcen notwendig war und nach Abschluss der Umsetzung der Gesetznovelle Sozialgesetzbuch die Bedarfe der Einrichtung der Außenstellen im Weißenfels und Zeitz geprüft werden. Also für mich ist diese Antwort absolut unbefriedigend und ich möchte darum bitten, dass im neuen Gesundheits- und Sozialausschuss des dann neuen Kreistages diese Frage unbedingt auf die Tagesordnung kommt. Wir sprechen hier von Menschen, die finanziell nicht unbedingt in der Lage sind, sich ein Auto vor die Tür zu stellen oder ein Zugticket laufen zu kaufen und die müssen ihre Angelegenheiten vor Ort erledigen. Also insofern ist das ein wichtiges Thema, was wir im Auge behalten sollen. Meine zweite Frage wäre nochmal, mir ist bekannt, dass meine Kollegin Frau Hager zum Jahresende ausscheidet und das ist ja dann keine plötzliche Sache, die dann passiert, dass eine Stelle besetzt werden muss, nämlich die Stelle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Burgenlandkreises. Und dann ist meine Frage, wann die Stelle ausgeschrieben wird. Vielen Dank. Wir würden den Tagesordnungspunkt dann dem nächsten Kreistag überlassen, dann diese Anfrage. Die zweite Sache würden Sie antworten? Also zu der ersten nochmal. Ich finde schon, dass Sie recht haben, dass natürlich die Leistung des Sozialamtes möglichst vor Ort erbracht werden sollen. Im Moment ist die Personalsituation derart angespannt, und das werde ich mir auch am Mittwoch hier wieder anhören können in der Mitarbeiterversammlung, dass wir alle Ressourcen so zusammenziehen, dass überhaupt noch eine halbwegs vernünftige Sachbearbeitung stattfinden kann. Also wir sind auf der einen Seite bestrebt, das dezentral anzubieten, aber der Rahmen auch des Stellenplans gibt das im Moment nicht her. Das betrifft ja nicht nur Weißenfels, sondern auch Zeitz. Das Zweite ist, darauf kann ich Ihnen jetzt keine Antwort geben, ich bin mir nicht mal sicher, ob es einer öffentlichen Ausschreibung bedarf. Vielen Dank, Herr Landrat. Gibt es weitere Anfragen zu Angelegenheiten des Landkreises? Das kenne ich nicht. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 15 und bin beim Tagesordnungspunkt 16. Das sind Mitteilungen. Gibt es von Seiten der Kreisverwaltung Mitteilungen an die Kreisräte? Nein. Frau Schicko hat eine Mitteilung. Herr Landrat, Sie haben ja am 4. Mai diesen Staffelstab übergeben im Rahmen des Eröffnungstages unseres Aktionsmonats Mai zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und ich teile Ihnen heute mit, es sind noch jede Menge Probleme drin, aber auch ganz viel Hoffnung, dass Ihre Bemühungen um die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Burgenlandkreis nicht nachlassen. Ich gebe Ihnen jetzt zurück und in dem Jahr gucken wir alle weiter, was passiert ist. Danke. Vielen Dank. Das war der Tagesordnungspunkt 16. Wenn es keine weiteren Mitteilungen gibt, und ich würde ihn schließen und komme zum Tagesordnungspunkt 17. Und das sind die Dankesworte des Landrates an den scheidenden Kreistag. Herr Landrat, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr geehrten Kreisrätinnen und Kreisräte, sehr geehrter Herr Vorsitzender, mit der heutigen Sitzung des Kreistages endet die Amtsperiode des Kreistages 2014-19, also genau genommen eigentlich erst mit dem Zusammentritt des neuen Kreistages am 1. Juli um 17 Uhr. Deshalb können auch noch Ausschusssitzungen bis dahin stattfinden, in den nächsten zwei Wochen. Aber insgesamt werden dann bis zum 1. Juli 2019 36 Sitzungen des Kreistages, 320 Sitzungen der Ausschüsse stattgefunden haben, insgesamt 21 Sitzungen der Beiräte, der Volkshochschule Burgenlandkreis und der Kreismusikschule und, das habe ich jetzt nicht zusammengezählt, unzählige Sitzungen von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen der kreislichen Unternehmungen und Beteiligten. Die Zahl allein sagt ja wenig über Inhalt und Qualität unserer Arbeit aus, aber die Zahlen sagen jedenfalls, wie umfangreich und erfüllend oder ausfüllend das Ehrenamt einer Kreisrätin oder eines Kreisrates ist. Ich weiß natürlich, dass der Kreistag kein Parlament im eigentlichen Sinne ist, aber ich ziehe für mich immer wieder den Vergleich zur Arbeit eines Landtages oder des Bundestags.
Und da fällt auf, dass wir hier eine ganz andere Form der Zusammenarbeit gefunden haben. Wir haben keine Regierungskoalition und Opposition gehabt, sondern es gab von allen demokratischen Kräften das Bemühen um eine Zusammenarbeit. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir im kommunalen Bereich arbeiten, denn es gibt ja auch zahlreiche Landkreise oder kreisfreie Städte und Gemeinden, in denen das Prinzip Regierungskoalition in Anführungsstrichen und Opposition betrieben wird. Meines Erachtens hängt das auch nicht nur an dem Umstand, dass wir hier sehr konkrete Sachfragen zu entscheiden haben, sondern es hängt auch an den agierenden Personen. Ich möchte mich daher bei allen demokratischen Fraktionen, bei Herrn Kreistagsvorsitzenden Dieter Stier, bei seinen Stellvertretern Uwe Kraneis und Horst Heller, bei den Vorsitzenden der demokratischen Fraktion und allen Ausschussvorsitzenden bedanken für diese Form des Miteinanders. Viele von Ihnen, sehr geehrte Kreisrätinnen und Kreisräte, haben sich über mehrere Wahlperioden hinweg verdient gemacht und sich in dem einen oder anderen Spezialgebiet ganz besonders engagiert. Ich danke Ihnen allen dafür, aber heute ganz besonders natürlich den ausscheidenden Mitgliedern. Sicher herrscht bei Ihnen heute auch Wehmut, das ist verständlich. Es sollte aber auch Stolz dazu treten, dass Sie über 5 Jahre oder noch viel länger bei vielen Kreisrätinnen und Kreisräten Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft waren, unserem Burgenlandkreis im Ehrenamt treu gedient und für das Beste gestritten haben. Und dafür möchte ich Ihnen ganz persönlich, aber auch im Namen der vielen Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt, im Jobcenter, in der Kreisstraßenmeisterei, in allen kreislichen Betrieben und Unternehmen ganz herzlich Dank sagen. Es ist uns gelungen, in den großen Fragen der Kreispolitik, Bildung, Strukturwandel, Migration, Inklusion, Metropolregion, Breitbandausbau, Digitalisierung, Kreisumlage, gemeinsame Positionen zu suchen und zu finden. Wir wurden uns einig. Einigkeit macht stark. Das gilt vor allem dann, wenn es um einen Wettbewerb der Regionen im Land und im Bund geht und wenn es darum geht, unsere ländlichen Räume im Burgenlandkreis attraktiver zu machen. Wir haben aber auch akzeptiert, dass unsere Aufgabe oft darin besteht, die vom Bundes- oder Landesgesetzgeber vorgegebenen Rahmen nur auszufüllen oder manchmal einfach nur umzusetzen, ohne dass Spielräume bestehen. Und nicht immer war uns einsichtig, dass die von Bund oder Land erlassenen Gesetze auch richtig sind. Ich erinnere nur an die Mindestschülerzahlen für Förderschulen 11 oder an die gesetzlichen Vorgaben für die Stromtrasse. Trotzdem ist es gelungen, alle Kreistagsbeschlüsse im Einklang mit dem Recht zu fassen. Ich musste keinem einzigen Kreistagsbeschluss widersprechen, musste ihn nicht beanstanden. Als Jurist sei mir gestattet zu sagen, dass bei allem Für und Wider über die Richtigkeit von Gesetzen es eine große Errungenschaft ist, dass Gesetze eingehalten werden. Nur Recht und Rechtsstaatsprinzip geben den Bürgern die Möglichkeit, sich gegen den Staat zu verteidigen, wenn es nötig ist. Und schließlich haben wir auch unsere Freiheit genutzt, die uns vom Grundgesetz und der Landesverfassung gewährt wird. Ich meine damit das kommunale Recht auf Selbstverwaltung. Der Kreistag hat die Selbstverwaltung des Burgenlandkreises im gesetzlichen Rahmen genutzt und er hat auch das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht befördert und die unterschiedliche Stärke der Städte und Gemeinden ausgeglichen und ergänzt. Das kommunale Bildungsmanagement zu etablieren, Qualitätsstandards für die Kindertagesstätten im Burgenlandkreis zu ersetzen oder große Bauvorhaben wie das FTZ, wir werden ja nachher noch darüber reden, und Bildungscampus anzuschieben, gehört zu dieser Freiheit. Ebenso die Möglichkeit, die wir mit dem Haushaltsplan 2018 ergriffen haben, um zum Beispiel den Wassertourismus im Burgenlandkreis zu unterstützen oder große Kultureinrichtungen zu erneuern. Einigkeit und Recht und Freiheit waren und sind die Grundprinzipien dieses Kreistages, des Burgenlandkreises und unseres Landes. Und diese Prinzipien, Einigkeit,
und Recht und Freiheit werden wir uns auch künftig von niemandem streitig machen lassen. Ich bitte Sie daher alle, sich am Ende der Amtsperiode des Kreistages von Ihren Plätzen zu erheben und gemeinsam von Einigkeit und Recht und Freiheit zu singen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der Musikschule des Burgenlandkreises werden uns dazu musikalisch begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sitzungsteils angelangt. Ich bitte die Kollegen im Fernsehteam, die Kameras dann abzuschalten, damit wir uns nahtlos in den nicht öffentlichen Sitzungsteil begeben können.